Schöne Grüße vom Studierendenwerk Berlin. Mein Name ist Andreas Hoffmann. Wir sind hier im Mensa Kochstudio und ich möchte euch heute zeigen, wie man aus diesen lustigen Kichererbsen eine ganz leckere Vorspeise macht. Auf geht's! Für unsere Vorspeise Kichererbsencreme mit Tomaten-Gurkensalat und frischer Minze benötigen wir gegarte Kichererbsen, Gurke, Tomate, Zwiebeln und Knoblauch, Salz, Kumin oder Kreuzkümmel, Sesam, Sesampaste, Zitrone, Pfeffer, Gemüsebrühe, Sesamöl, Pflanzenöl, Olivenöl und frische Minze. Für den Ansatz der Kichererbsencreme schneiden wir uns Zwiebeln und Knoblauch in feine Würfel und schwitzen sie gleich in Pflanzenöl an. Wir geben Pflanzenöl in den Topf, Zwiebeln und Knoblauch zugeben. Jetzt geben wir die gegarten Kichererbsen hinzu, Sesampaste, Salz, Pfeffer und Gemüsebrühe. Die Tomaten und die Gurken marinieren wir ein wenig mit einem guten Olivenöl. Wir geben hier schon ein wenig frische Minze dazu. Oh, das riecht schon richtig schön orientalisch, kann man fast sagen. Die Kichererbsen sind nun schön weich. Und jetzt pürieren wir sie. Jetzt ist es gemixt und püriert. Ist jetzt sehr schön cremig. Aber man sieht, es verträgt noch ein bisschen Fett. Wir nehmen ein ganz gutes Fett, ein schönes Olivenöl. Und es eignet sich halt für die Kichererbsencreme vorgegarte Erbsen zu nehmen. Die gibt es in Dosen zu kaufen. Aber man kann durchaus auch Erbsen selber weich kochen, vorkochen. Dann müsste man sie über Nacht einen Tag zuvor einweichen. Und nie im Einweichwasser kochen, weil das sehr, sehr schwer verdaulich ist. Ein wenig abschmecken. Schon sehr lecker. Fehlt noch ein bisschen Frische gleich, aber wir fangen mal an mit ein wenig Kumin. Kumin und Kreuzkümmel ist im Endeffekt dasselbe, das gleiche. Das ist sehr wichtig auch für die Verdauung, Kümmel bei Hülsenfrüchten. Aber das Kumin gibt natürlich so eine kleine orientalische Note, was sehr angenehm ist. Wir geben da ein bisschen Zitrone dazu, ein bisschen Säure, ein wenig Sesamöl, ganz, ganz wenig, da muss man sehr sparsam sein. So, das reicht schon. Ein wenig auskühlen lassen und dann ist es schon so bereit zum Anrichten. Geben etwas Minze dazu, Sesam, Olivenöl. Fertig ist die Kichererbsencreme mit Tomaten-Gurkensalat und frischer Minze. Das ist eine ganz leichte Vorspeise. Und sie ist sogar vegan. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal im Mensa Kochstudio. Hier noch ein kleiner Tipp. Ihr seid bei Freunden eingeladen und sollt was zu essen mitbringen. Bereitet euch doch eure Kichererbsencreme vor mit dem Tomaten-Gurkensalat und der frischen Minze. Füllt es in ein Glas ab und nehmt es mit. Viel Spaß!